Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Da unsere jugendpolitische Sprecherin Stefanie Schuri heute nicht anwesend sein kann, halte ich stellvertretend für Sie Ihre Rede. Seit Beginn des Jahres finden vielerorts Demonstrationen zum Schutz unserer Demokratie statt. Die Recherchen von Korrektiv und die damit zusammenhängenden Erkenntnisse haben dies nötig gemacht. Beteiligung, Partizipation und Selbstwirksamkeit sind die besten Formen, um Demokratie zu schützen und zu fördern. Das kann durch Versammlungen im öffentlichen Raum geschehen, aber auch durch aktive Einbindung junger Menschen in politische Prozesse und Gremien. In diesem Kontext gewinnt das Jugendgremium nochmal neue Aktualität. Junge Menschen altersgerecht an die Politik heranzuführen, dient der Interessensbildung junger Menschen und macht ihnen durch aktive Einbindung in Prozesse deutlich, ihre Stimme zählt. Gerade im Angesicht der aktuellen Diskurse mit Fokus auf Demokratie kommt das Jugendgremium gerade zur rechten Zeit. Die Idee, ein Jugendgremium in der Stadt Kassel zu installieren, ist sicher schon sehr alt. Der Beschluss, es wirklich anzugehen, mittlerweile auch. Zeitweise erschien es vergessen. Die heutige Abstimmung zeigt, dass es jetzt wirklich ernst wird. Das freut uns. Die Stadt Kassel hat viel Erfahrung bei Beteiligungsprozessen mit jungen Menschen, etwa bei Kinder- und Jugendforen. Diese Beteiligungsformate sind aber meist projektorientiert. Das Jugendgremium ist nun die Chance, eine Institutionalisierung von Jugendbeteiligung zu etablieren, welche, angepasst an die Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen, Partizipation und Mitarbeit ermöglicht. In diesem Kontext ist die Installation dessen nur der nächste logische Schritt. Wichtig ist, dass dieses repräsentative Jugendgremium nicht im Sinne eines klassischen Jugendparlaments ein Demokratiespiel ist, sondern junge Menschen ernsthaft Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie ein eigenes Budget haben, über welches sie verfügen können, sowie Rede- und Antragsrecht in der Stadtverordnetenversammlung bekommen, analog zu den Beiräten. Diese Rechte sind in der Satzung verankert und auch sehr wichtig, da nur so junge Menschen lernen, ernst genommen zu werden, Teil einer demokratischen Gesellschaft sein wollen und die damit einhergehende Verantwortung übernehmen. Denn junge Menschen sind die GestalterInnen und EntscheiderInnen von morgen. Durch die verschiedenen Wahlbezirke wird sichergestellt, die Diversität der Stadt abzubilden, damit das Jugendgremium auch repräsentativ ist und nicht nur Teil derjenigen Stadtjugendlichen ist, die ausreichend soziales und monetäres Kapital besitzen, um sich zu engagieren oder von ihren Eltern dahingehend unterstützt werden. Wichtig ist auch, dass das Gremium als Zusatzangebot gilt und nicht bereits vorhandene Strukturen schwächt, wie etwa den Stadtschülerinnenrat. Die Einbettung in das Akteursgefüge der Stadt ist wichtig, um es bekannt zu machen, damit sich Jugendliche zur Wahl aufstellen lassen und um den konkurrenzfreien Angebotscharakter sicherzustellen. Dafür ist Koordination und Kommunikation wichtig, so wurde es aber auch in der Konzeptualisierung berücksichtigt. Nun müssen diese Punkte allesamt in der Praxis getestet werden. Hier und heute, nach den Haushaltsdebatten, findet das Jugendgremium ehrlich gesagt nicht den ihm gerechten Platz, aber die Konzeptualisierung lag lange in vielen Schubladen rum. Also bringen wir das Gremium in die erste Runde, die natürlich erstmal als Testlauf zu verstehen sein muss, und lassen die KollegInnen in der Verwaltung den Prozess begleiten. Ob das Konzept und die Planung zu dem gewünschten Ergebnis führen, nämlich die aktive Beteiligung junger Menschen quer durch die ganze Stadt, wird sich zeigen, wenn der erste Probelauf absolviert ist. Kurz gesagt, wir, die Linksfraktion, stimmen der Satzung und der Wahlordnung zu und sind gespannt auf die konkrete Umsetzung und auf baldige Beteiligung und Repräsentation.